wir beide uns jetzt aufschlagen, der Ken Fletcher hat weiterhin einige Probleme, seine Bestform zu erreichen. Und die war quasi die Vorbereitung zum Punktgewinn mit diesem weichen, aber platzierten Ball. Kurzer Aufschlag von Ken Fleck. Hervorragender Return von Becker. Bitte, bitte. Was riskiert, den Ball Longline gespielt. Ja, bitte kein Beifall nach einem vergebenen Aufschlag. Das ist nicht fair. Und es kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, dass dieses Missgeschick Ken Fleck unterlaufen ist, der nachgelassen hat in seiner Leistung, dessen Aufschläge auch häufig nicht mehr den Druck und vor allen Dingen die Länge haben und dadurch natürlich gute Chancen für Boris Becker und Erik Jehlen zu platzierten Returns. Und da kommt Robert Seguso nicht mehr an diesen Ball heran. Und damit haben natürlich jetzt Boris Becker und Erik Jehlen die große, große Chance, in den Sätzen mit 2:1 in Führung zu gehen. Als einziger noch auf dem Stuhl. Alle anderen drei sind auf dem Platz. New Boats in play. New Boats. Ruhe bitte. Neue Bälle. Also noch ein kleiner Vorteil
für den aufschlagenden Erik Jehlen nach fast genau 2 Stunden. Aus. 30 Stunden, 30:15. Dazwischen geht. Und dann ist da natürlich das große Loch und Tom Gorman hat auch schon mal ein bisschen fröhlicher reingeschaut. Verständlich bei diesem Zwischenstand. Und der Satzgewinn. Und im Laufschritt verlassen Boris Becker und Erik Jehlen die Halle. Sie haben sich gesteigert, gar keine Frage. Und nun läuft es besser bei Ihnen. Und wenn man vorne liegt, dann gelingt dann natürlich automatisch auch mehr. Das weiß jeder Tennisspieler. Nun führen Sie in den Sätzen mit 2:1. Und so wie Becker und Jehlen hinausgelaufen sind, so schreiten relativ gemächlich Seguse und Fleck hinaus. Nun also gibt es die im Davis-Pokal immer wieder bekannte 15-minütige Pause und ich gebe weiter nach Köln zu Jörg von Toch. Vielen Dank und zu Beginn des vierten Satzes schlägt Robert Seguso auf. Gleich zum Beginn eine Reklamation von Robert Seguso, der diesen Ball wohl gut gesehen hat, aber der Linienrichter hat sofort den Arm seitlich erhoben zum Zeichen, dass dieser Ball im Aus war. Right.
30 Freiwillige. 30 Euro. Nach 0:30, vier Punkte in Folge für Flecke und Segundo zur 1:0 Führung im vierten Satz. Und man muss jetzt im weiteren Verlauf der Anfangsphase dieses Satzes einmal sehen, wer die Pause besser überstanden hat. Das ist immer so ein Problem im Davis-Pokal, diese Pause. Manchem nützt sie weniger. Wir haben das gesehen im Eröffnungseinzel zwischen Brad Gilbert und Karl-Uwe Schleb, als der Stuttgarter ja eigentlich eindeutig auf der Siegestraße war. Aber nach der 15-minütigen Pause, da kam Brad Gilbert wie verwandelt aus der Kabine, spielte stärker und Karl-Uwe Schleb fand nicht mehr zu seinem Spiel zurück und unterlag schließlich, wie Sie vielleicht gesehen haben, in 5 Sätzen. Wir werden sehen, ob Becker und Jelen das hoch halten können, nachdem sie die Sätze 2 und 3 gewonnen haben. Das geht ja speziell im Doppel manchmal so schnell. Eine kleine Konzentrationsschwäche, 2, 3 vermeidbare Fehler, ein Aufschlagverlust und der kann schon identisch sein mit einem Satzverlust, wie wir das ja auch in diesem Doppel zweimal schon erlebt haben. In den Sätzen 1 und 3. Identische Situation wie im ersten Spiel, 0:30 für das aufschlagende Doppel und dann 4 Punkte in Folge, 1-2. Ganz knapp noch gut und Erik Jelen hat sich mit den Rückhandflugbällen gesteigert, nachdem ihm ja am Anfang einer gleich aus kurzer Entfernung ins Netz getroffen ist.
Zum zweiten Mal ist Erik Jähe mit diesem Vorhandball die Linie entlang erfolgreich.2:1 für die Amerikaner und ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf diesen Longline-Ball von Erik Jähe mit der Vorhand. Das ist natürlich wichtig im Doppel, dass man einen solchen Ball immer wieder mal einstreut, auch wenn er nicht jedes Mal erfolgreich ist. Aber damit ist natürlich der gegnerische Spieler am Netz gezwungen, doch ein bisschen mehr auch den seitlichen Bereich abzudecken und nicht zu sehr in die Mitte aufzurücken. Und so ist es immer wieder geboten, sein Spiel auch in der Form zu variieren, dass man sich als gegnerische Mannschaft nie auf die Returns einstellen kann. Die Nervenstärke haben die Amerikaner sicherlich, aber ob sie das jetzt umsetzen können in dieser Situation im Davis-Pokal bei diesem Zwischenstand von 1-2 und einem 1-2 Satzrückstand, da spielen natürlich jetzt die Nerven bei den Vieren auch eine große Rolle. Sehr schöner, stark angeschnittener Aufschlag von Jähe, der Seguso gleich weit aus dem Feld heraustreibt. In den vergangenen Jahren gesehen, dass Erik Jähe, nachdem er eindeutig Probleme hatte, vor allen Dingen im ersten und teilweise auch noch im zweiten Satz, sich so enorm
absteigern können. Bitte. Bitte, Uwe. Bitte. Ruhe. Außerhalb. 30-15. 30-15. Ken Flagg is nervous. Wieder einer dieser Aufschläge direkt auf den Körper, in diesem Falle von Boris Becker, der damit nicht gut zum Ball steht. Und 3-2 für die beiden Amerikaner, die eine ganz, ganz kritische Situation zu überstehen hatten bei einem Spielball für das Doppel des Deutschen Tennisbundes. Aber dann klappte wieder einmal einer dieser beidhändig geschlagenen Rückhandflugbälle von Ken Flagg nach einem zu hoch geratenen Return von Boris Becker. Und damit also 3-2 für Flagg und Seguso. Wir werden hier eine Studie sehen von Becker. Das war der letzte Aufschlag. Da kommt die Vorwärtsbewegung wie so häufig. Und dann wird der Aufschlag direkt auf den Körper gezielt. Da kann man dann nur schwer seitlich ausweichen, weil die Bälle ja mit einer solchen Wucht, mit einem solchen Tempo geschlagen werden. Und damit Punkt für die Amerikaner.
Die übrigens hier auch unterstützt werden von einigen Landsleuten, die mit kleinen Stars and Stripes-Fähnchen versuchen, ihre Mannschaft zu beflügeln. Natürlich sind es oder offensichtlich nicht so viele, wie es damals Bundesdeutsche in Hartford waren. Aber wie gesagt, einige amerikanische Schlachtenbummler sind hier in der Halle und unterstützen ihre Mannschaft. In der Mitte zwischen Carlo Beschleb und Patrick Kühn, Damir Kiritic. Vor zwei Jahren in Hartford noch als Ersatzspieler der Davis-Pokalmannschaft dabei. Jetzt Betreuer der deutschen Mannschaft. Keine Chance für. I didn't see the ball because there is always a. Und bisher haben Boris Becker und Erik Gielen bei ihren Aufschlägen in diesem vierten Satz erst drei Punkte abgegeben gegen die Amerikaner. Thank you.